Ein herzliches Willkommen zu unserem wöchentlichen Händler Live Trade. Ja, wie gewohnt wird hier einer unserer Händler seine Top Trading Ideen vorstellen und diese dann natürlich direkt im Anschluss ausführen. Ja, und heute ist es wieder Samir Boyer dran. Der hat sich heute wieder einen schönen Trade geschnappt und den wird er uns jetzt heute präsentieren. Ja, grüß dich Samir. Was hast du heute ins Visier genommen? Ja, grüß dich lieber Patrick und hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ja, heute habe ich mir den DAX natürlich rausgesucht. Das ist so meine Spezialität, die Indizes zu handeln. Und der DAX, der bietet meines Erachtens nach sehr, sehr gute Chancen. Wir waren heute mal kurzfristig ja unter der 12.000 Punkte und charttechnisch ja, gefällt mir der Markt absolut in dem Bereich, dass wir eine stärkere Gegenbewegung erwarten können. Und von daher liegt mein Fokus weiterhin auf den DAX selbst. Ja, das stimmt. Gerade die Zuschauer haben ja auch schon mitbekommen, dass du den DAX natürlich täglich rauf und runter dir ansiehst. Deswegen auch direkt die Frage, du hast es ja auch schon erwähnt, charttechnische Gründe stecken dahinter. Direkt die Frage, welche charttechnischen Gründe stecken dahinter und hat das Ganze auch fundamentale Gründe? Klar, Patrick, fundamental haben wir immer wieder. Wir haben sehr bewegende News. Auch in dieser Woche wird uns noch einiges erwarten. Nächste Woche, 3. November, glaube ich, meines Erachtens nach, große Notenbanksitzung. Das wird natürlich alles vorzeitig schon in irgendeiner Form mit beeinflusst, mit einiges eingepreist. Aber tatsächlich der Beweggrund heute, das wird die charttechnische Verfassung sein. Von daher, lasst uns direkt mal einen Blick auf den Monitor werfen. Also, wir sehen es ja schon relativ gut. Man muss an dieser Stelle mit erwähnen, dass bereits heute Morgen schon erwähnt worden ist. Im besten Falle sehen wir den DAX heute knapp um 11.800 Punkte, 11.900 Punkte. Da kann man durchaus mal anfangen, so die ersten Long-Positionen aufzubauen. Und dann kam natürlich die Meldung von Großbritannien. Bank of England möchte Anleihekäufe soweit vornehmen. Das hat dem Markt kurzfristig nach oben geholfen. Wir sind dann wieder über der 12.000er-Marke drüber hinausgelaufen. Und jetzt muss man an dieser Stelle sagen, das ist so meine strategische Vorgehensweise. Kurse über 11.800 sind für mich kurzfristig weiterhin long. Also auf steigende Kurse, was aber nicht bedeutet, dass der Bärenmarkt beendet ist, sondern vielmehr im kurzfristigen Bereich. Und Kursziele sehe ich tatsächlich in diesem Trade, der dann heute von mir geplant wird, so Richtung 12.200. Im Idealfalle sehen wir nochmal knapp die 12.280. Also der Chart, der signalisiert zumindest aktuell eher ein Kaufsignal. Okay, danke schön. Klingt soweit einleuchtend, was die Theorie betrifft. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Praxis aus, Samir? Wie willst du diesen Gedanken praktisch umsetzen? Mit welchem Hebelinstrument? Genau, dazu habe ich mir natürlich aus strategischen Punkten natürlich ein gutes Zertifikat rausgesucht, was meiner Strategie hier zumindest rechtfertigt, diesen Trade mit einzugehen, was den Hebel betrifft, was den K.O.-Bereich betrifft. Und da habe ich folgendes Zertifikat, das ist die Wertpapier-Kennnummer. Ulrich Heinrich 5, Ulrich 3G, also UH5U 3G, Knockout, der liegt meilenweit entfernt zum aktuellen Kurs, knapp bei 11.344,6. Ja, und der Hebel, der ist ein bisschen knackig, aber die Positionsgröße werde ich entsprechend gut anpassen. Hebel 17,42 und der Briefkurs, der liegt jetzt im Moment knapp bei 6,90 Euro. Und da würde ich gerne eine Position soweit eröffnen. Von daher werde ich den Trade gleich umsetzen und dann auch im Markt mich positionieren und dann versuche natürlich meine Kursziele soweit zu verfolgen. Okay, besten Dank Samir für deine Idee, die Vorstellung und vor allem die konkreten Leitplanken, wie du diesen direkt gleich ausführen wirst. Ja, und diejenigen, die sich jetzt fragen, wie der Trade ausgeführt wird, beziehungsweise wie der weiterlaufen wird, wie unsere generellen Trades hier eigentlich laufen, was dabei rumkommt, wie wir da reagieren auf den Markt. Das könnt ihr einfach registrieren unter heavytraders.live, das Wochenticket testen und dann erfahrt ihr alles, was wir hier machen, ob jetzt Sami oder unsere anderen Trader oder die Team-Trades an sich. Ansonsten war es das hier erstmal mit dem Händler-Live-Trade und wir sehen uns spätestens wieder im Heavy Traders-Livestream. Bis dahin.